Hallo Roland, in diesem Video möchte ich dir ganz kurz zeigen, wie du dein Schild auf die Sämaschine bekommst. Die URL, die du gepostet hast, die war leider nicht ganz vollständig, aber ich denke mal, ich bin hier auf dem richtigen Weg. Ich habe hier also Prodigy, die Sämaschine, gefunden auf ModToaster und die darin enthaltene Prodigy i3D-Datei, die öffne ich jetzt mit dem Editor. So, da klebt schon ein Schild drauf. Das habe ich mal für einen Freund gemacht. Allerdings nur das Schild. Die Sämaschine ist für mich neu. Hier liegt das ganze Kind, damit du schon mal sehen kannst, wo es hingehört. Also es muss auf alle Fälle hier in diesen Prodigy Objektstruktur eingefügt werden. Ich zeige dir das jetzt nochmal. Ich werde das hier mal entfernen. Dann importiere ich mir. Ich habe also dir auch die Datei hochgeladen, schon als Mod gepackt. Und darin enthalten findest du also hier deinen Ordner Prodigy. Da drin ist ein Ordner enthalten, AddStrip. Darin enthalten gibt es zweimal die Option, einmal AddStrip und AddStrippy als ja, als Schild zu laden, als Textur oder was du auch immer damit machen möchtest. So, dann hole ich das mal her, wenn es halt irgendwo liegt, wie eben bei mir zu sehen. Hier ist es nämlich nicht zu sehen. Irgendwo schwirrt es hier im Raum herum. Dann drückst du Steuerung und B. Danach klickst du mit der Maus irgendwo hin, wo du es haben möchtest und dann erscheint es dort. Dann kannst du das Ganze noch anpassen hier, dass es ungefähr passt. Mal schauen, wo wir sind. Na, wieder zurück. Da wollte ich nicht hin. So. AddStrip. Den wieder zurück. Der da. So, da sind wir zu Hause. Dann packe ich das einfach nochmal testweise dahin. Dann vergrößere ich mir das Ganze mal mit diesen zwei Werten. Die Z-Achse brauchst du nicht. Denn es hat keine Tiefe. Dann positioniere ich mir das wieder, gehe dann mit Rechtsklick hier drauf auf diese AddStrip-Datei, sage Freeze Transformation. Da ich das jetzt skaliert habe, also vergrößert, klicke ich das an. Das mache ich raus, sonst wird mir das verschoben. Sage Apply und wie du siehst, wird jetzt die Größe hier auf Standard 1 zurückgesetzt und es hat die richtige Größe, die du brauchst. Danach musst du diese Datei hier mit Steuerung und X ausschneiden. Klickst hier oben auf Prodigy und Steuerung V und fügst es wieder ein. Dann taucht es hier irgendwo auf. Hier unten. Dort machst du einen Rechtsklick und schiebst die Datei so weit hoch wie möglich. Ich zeige dir auch bis wohin. Anders ist es halt immer noch nicht gelöst worden, hier sowas hochzuschieben. Man muss es immer einzeln machen. So, hier wird es langen. Es sollte also hier in diesem Pfad drin liegen, da oben. Wenn es sich jetzt da nochmal verschoben hat, müssen wir es auch wieder heranholen. Wo ist es jetzt hin? Da unten liegt es. Hier, der AddStrip. Dann holen wir ihn wieder hoch bis dahin. Da bleibt es, um das zu testen. Denn sollte es nicht hier in dieser Struktur liegen, dann würde das Schild stehen bleiben und die Maschine fährt einfach weg. So wie jetzt ist das in Ordnung. Also, es funktioniert alles in der Hinsicht. Oh, hier habe ich es gerade vergrößert. Kannst du testen, dass dein Schild fest anklebt. Danach einfach auf Speichern gehen und die Mod ist gesichert. Es hat sich alles erledigt. Danach kannst du das hier packen, was du machen solltest dann. Das wäre hier drin in diesem AddStrip-Ordner diese zwei Texturen. Die musst du natürlich mit deinen Schildern ersetzen.
Allerdings nicht die Namen ändern, nur die Bilder, wie du möchtest. Ja, wie gesagt, danach packen wir das ganze Ding wieder als ZIP-Datei. Ich nehme hier dann immer die beste Methode. Hier ist es also, das wäre schon die fertige Mod. Und wenn du möchtest, kannst du natürlich hier drin einfach nur jetzt die zwei Dateien ändern, die Bilder. Und das war's. Das kommt dann in deinem Mod-Ordner und so sollte es dann funktionieren. Ich denke, das dürfte ausreichen und ich wünsche dir viel Spaß damit. Viel Spaß.